Eigentlich online bist du jetzt erst richtig unterwegs. Also eine YouTube-Talkshow habe ich mir angeschaut von dir. Außerdem kommt jetzt ein Podcast mit deiner Kollegin, hast du gesagt. Genau. Was kommt jetzt von dir? Was können wir erwarten? Was können wir von dir lernen jetzt? Also, wie gesagt, Online-Programme, Seminare, Webinare, was auch immer. Buch? Gut, alte Weg? Ja, nee, Buch habe ich jetzt gerade mal keine Lust mehr. Alles so gut. Alles gut. Ja, nee, ich habe so viele Bücher die letzten Monate geschrieben. Ich habe so eine kleine Schreibsperre jetzt. Ich will jetzt mal ein bisschen wieder raus und ein bisschen draußen kreativer sein. Nee, also es wird den Podcast geben. Es wird heißen Klartext-Podcast. Wir räumen mit den Mythen auf, die dir deinen Erfolg kosten. Okay. Wo es eben genau um diese ganzen Mythen geht, die halt draußen so kursieren oder sowas, wie man erkennt den Wert deiner Persönlichkeit anhand deines Kontostandes und diese ganzen schönen Sachen. How much are you worth? Das ist diese amerikanische Frage, ja? Ja, genau. Also, und das sind Sachen. Und also, Katharina und ich, wir sind ja beide schon lange in der Branche und wir sind jetzt wirklich an so einem Punkt, wo wir sagen, jetzt ist mal gut. Jetzt haben wir uns das lang genug angehört und jetzt machen wir uns mal ein bisschen unbeliebt. Zumindest bei einigen Trainern. Das kannst du beinahe gar nicht mehr schaffen. Na, aber das ist, der böse Macho in mir. Das ist gar nicht so gemein. Ich wertschätze dich extrem. Mir egal, ob du ein Mann oder Frau bist. Ich wertschätze dich extrem für das, wie du Leute unterstützt, für das, wie du bist. Und das finde ich geil. Und das finde ich, deswegen bist du heute da, weil ich das einfach sehe, dass du mit Herzblut dahinter steckst, die Leute dahin zu bringen, wo sie hingehören, nämlich erfolgreich und glücklich zu sein. Ja, und ich glaube, dass dieses Podcast echt da helfen kann, all diese Bullshit einmal auszuräumen. Ja, also das ist auch unser Ziel, weißt du, dass man wegkommt von diesen ganzen Zwängen, so und so sein zu müssen, um das und das zu bekommen und immer noch höher, schneller, weiter und noch besser, um immer noch irgendjemanden hinterherrennen und da noch was hinterherrennen. Und also ja, weil ich habe einfach in den letzten Jahren und ich habe wirklich mit vielen Frauen gearbeitet, also ich weiß echt, wovon ich spreche, einfach gesehen, wie das viele Frauen innerlich einfach auch kaputt macht, ne? Dieser ganze Druck, den sie sich da selbst aufbauen. Du sagst eben, selbst aufbauen, weil häufig ist das ja gar nicht von außen unbedingt, sondern nur Impulse von außen und das ist das Seelchen, das halt vielleicht auch aus der Kindheit noch relativ verletzlich ist. Ja. Das müssen aber nicht nur Frauen sein, es gibt genauso Männer. Natürlich, ja klar, aber ich meine, du weißt ja, wie es ist, auch mit dem Thema Positionierung, ne? Und wir haben uns halt einfach darauf positioniert, die Themen von Frauen für Frauen zu machen. Und alles andere. Was ich mir schon an Frauenvideos angeschaut habe und an Frauenbüchern gelesen habe. Ja, aber das kannst du doch alles machen. Ich meine, das sind ja nicht nur Inhalte, die für Frauen relevant sind, ne? Das ist ganz klar, aber. Aber für Männer gibt es das gar nicht. Das finde ich ja cool. Vielleicht sollt ihr so Männer, weil das bin ich, glaube ich, das falsche Vorbild. Das Blöde ist, wenn ihr das macht, dann kommen da wahrscheinlich gleich hier voll die Demonstrationen. Ja, es gibt in Amerika, gibt schon, ich glaube, Art of Manliness gibt sogar Podcast, ja. Du, ich meine, wenn es um das Thema geht, dass Männer andere Männer in ihrer Maskulinität stärken, finde ich das auch cool, ne? Also gibt da Feind-Seminare. Ich weiß. Kenne ich nicht, ich war nie dabei, aber ich sage nur, ja. Ja, also es ist ein mega cooles Thema und der Fight macht das auch echt gut. Deswegen, und es darf da einfach noch mehr davon geben. Deswegen auch wir mit diesem Thema einfach mehr dieses Thema Weiblichkeit machen. Schön. Weil ich glaube, wenn wir das wieder haben, dass so das wieder mehr in Einklang ist, dass die Frauen mehr ihre weibliche Kraft wieder haben. Und die siehst du die Kraft, wenn du das an Eigenschaften oder an Geschichten festmachen müsstest? Was heißt an Eigenschaften und Geschichten? Ne? Aber im Endeffekt. Was macht dich als Frau stärker als Mann? Nee, das geht nicht um stärker. Aber wenn ich als Mann immer versuche, ständig so einfühlsam zu sein und ständig versuche, Männer jetzt immer einen geraden Weg gehen wollen, weil sie so veranlagt sind. Und jetzt sagt ihnen aber jemand, oh, beruflich wirst du erfolgreicher als Führungskraft, wenn du den schlänglichen Weg gehst, weil du musst dich ja anpassen, du musst emotionaler und empathischer sein, das wird den Männern ja genauso erzählt, dann verstellen die sich, wenn sie Schlangenlinien laufen und damit sind sie nicht mehr in ihrer Kraft. Das ist dasselbe, wenn eine Frau, die eher ne, in Schlangenlinienform irgendwelche Ziele erreicht, wenn du der sagst, du wirst nur erfolgreich, wenn du dieses Maskuline von A nach B, dieses Straighte hast, dann verbiegen die sich auch und sind damit auch nicht in ihrer Kraft. Und das meine ich damit. Ne? Also einfach, dass jeder wieder so ein Stück zu sich findet
dass man einfach mehr in seiner Energie ist. Und mehr ist dabei eigentlich nicht. Aber ja, ja, also die großen Dinge im Leben sind meistens pretty simple von der Grundidee her, nur dahin zu gelangen. Ja, so ist das. Aber ganz ehrlich, wenn ich mit Frauen oft über das Thema Weiblichkeit spreche, die können schon gar nichts mehr damit anfangen. Die wissen schon gar nicht mehr, wie fühlt man sich denn, wenn man in seiner weiblichen Energie ist? Wie fühlt man sich denn, wenn man loslässt? Wenn man mal fallen lässt? Wenn man mal die Kontrolle abgibt? Das sind ja alles Sachen, die wir uns angewöhnt haben im Laufe der Zeit, weil wir dachten, das macht uns erfolgreich. Was haben wir jetzt? Jetzt haben wir einen Haufen. Yin und Yang, also du kennst ja vom Rüdiger Dahlke diese Polaritätengeschichten. Er sagt, die Yin-Energie ist die weibliche und die Yang-Energie ist die im Moment noch vorherrschende männliche. Ja, so ist es. Und es ist schon wichtig, dass die weibliche Energie mehr Kraft jetzt bekommt. Dann gleicht sich da auch energetisch viel in der Welt aus, was jetzt gerade dann läuft. Möglicherweise mehr Frieden, ja. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, wichtig ist erstmal. Ganz vegane Bewegung und das. Und Bio-Bewegung ist, glaube ich, sehr Yin genährt. Ja, auch viel. Das wird jetzt komplett den Rahmen des Webinars sprengen. Nur worum es mir halt geht, ich möchte halt, dass die Frauen glücklicher und erfüllter sind. Und egal, wie es ist, wenn du die Studien anschaust, die Frauen haben mehr Freiheiten denn je, können mehr entscheiden und freier alles tun, was sie möchten, sind aber unglücklicher statistisch betrachtet. Und woran liegt das? Ja, die sind statistisch betrachtet. Das kann auch hormonell irgendwo sein. Also das ist tatsächlich so. Genetik von den Hormonen her, also dass da weniger Glückshormone, weil es ist ja von der Evolution her schon anders ausgerichtet ist. Der Mann ist ja gleich einmal glücklich mit dem wenn der sein Essen hat und seine Frau sitzt daneben oder was auch immer, und er hat seinen Besitz irgendwie, ja, aber ist er einmal glücklich. Der Mann eine Frau, die hinterfragt halt und die denkt langfristig und das sind keine Vorurteile, das ist einfach die Art zu denken, die evolutionär einfach auch mit dabei ist. Ja, definitiv. Frauen haben es schwieriger und auch leichter, wenn sie dir folgen. Ja, also wenn sie es wollen, ne? Also wie gesagt, also mir geht es nicht darum, da irgendwelche Schubladen aufzumachen und reinzustecken. Mir geht es nur darum, ein Bewusstsein zu schaffen, was möglich ist. Und jeder kann selber entscheiden, passt es zu mir? Ist es gut für mich? Finde ich das richtig oder nicht? Ne? Also ich bin jetzt auch nicht eine, die sagt, das und das ist meine Meinung. Und jeder muss da jetzt mit einverstanden sein. Ne? Deswegen, ich habe das nur für mich erkannt, dass es mir wesentlich besser geht, seitdem ich wieder mehr in meiner weiblichen Energie bin, mehr Verbindung wieder zu mir selbst, zu meinen Emotionen aufgebaut habe, die auch durch diese Vermännlichung, die ich erlebt habe, halt einfach auch gelitten haben. Ne, dass ich einfach gesehen habe, ich habe wenig Verbindung zu meinem Herz. Viele Frauen, die so stark im Business involviert sind, haben weniger Verbindung zu ihrem Herz oder zu ihrer Herzenergie. Und seitdem ich da wirklich regelmäßig für mich mir diese Auszeit nehme, um wieder in Verbindung mit oder in Kontakt mit mir zu kommen, ich einfach auf allen Ebenen erfolgreicher bin. Wie stärke ich die Herzenergie? Na, im Endeffekt reicht es schon, wenn du dich einfach mal irgendwie irgendwo hinsetzt, auf eine Couch oder in deinen Garten, Terrasse oder whatever, und einfach nur mal deine Hände aufs Herz legst und einfach mal in dich gehst, ruhig bist und tief ein- und ausatmest. Und wenn es nur 5 Minuten sind, das reicht schon, ne, dass du dich einfach wieder spürst. Dann spürst du dein Herz, du spürst deinen Atem, du spürst deinen Körper und bist einfach mal ruhig, bist nicht in diesem Stress-Ding drinnen. Also als Beispiel, du kannst natürlich auch durch Meditation machen. Hast du eine Meditationspraxis irgendwie, so Yoga, Tai Chi, auch Audio-Meditation, was immer? Also ich mache meine eigene Meditation. Ich habe halt mehrere Meditationsseminare mal gemacht und habe für mich dann geguckt, was passt zu mir am besten. Ne, weil da gibt es ja auch, wenn du zu einer Meditation gehst, da war ich mal bei einer Einweihung, da war dann auch, musstest du auch so einen Guru anbeten, da war ich dann irgendwie auch schon wieder raus. Irgendwie, das gibt es da ja genauso. Ne? Aber ja, viele meinen ja, sie müssen sich dann hinsetzen beim Meditieren und dann eine Stunde rumsitzen und am besten an gar nichts denken und nur atmen. Das ist Quatsch, ne? Also du kannst immer und überall meditieren, ne? Wichtig ist einfach mal ruhig zu sein und mal ein bisschen in dich zu gehen, ne? Deswegen. Mal ein bisschen in dich zu gehen, das ist gut. Ja. Ja, aber viele sind ja. Letzte Woche bin ich in mich gegangen, da war auch niemand da. Das ist dann. Naja, da ist schon genug da. Das ist noch da. Aber ja, sich halt die Zeit zu nehmen für sich selbst, ne?
Und bei vielen, die sind halt so dauerbeschäftigt, weil sie lieber vor sich selbst wegrennen, ne? Die Ablenkung von dem eigentlichen Sein, ja. Ja, so ist es. Was ist ein Zitat, das dich durchs Leben trägt? Oh, ich habe ein Wort, was für mich jetzt gerade auch in den letzten Monaten sehr, sehr wichtig geworden ist. Das ist das Wort Wahrhaftigkeit. Ne? Also ich finde einfach, das ist das beste Wort im Moment für mich, was es gibt, ja, weil es eigentlich alles umschreibt. Ja. Kommentiere es jetzt gar nicht, das ist so, es muss für sich stehen. Ja. Ja. Hast du drei Bücher, wo du sagst, die haben tatsächlich einen immensen Wert für mich und das müsst ihr daheim lesen? Also nicht die eigenen, die sowieso, aber... Also ich habe von Laila Boost Weiblichkeit leben. Das ist ein richtig, richtig, richtig gutes Buch. Dann, warte mal ganz kurz, ich muss mal, das erwischt mich jetzt aber kalt, aber ich habe ja mein Bücherregal da hinten drunter. Du bist ja auch eine Feedleserin wie ich, deshalb. Ja, total. Also das hat mich mega geprägt. Jetzt sind die alle drüben. Oh, die Frage jetzt. Jedenfalls können wir es nachliefern und die blendet dann ein. Ja. Also weil ich vergesse das dann immer, wie die Titel heißen. Ich finde dann immer die Bücher ganz toll und vergesse dann die Titel. Alles gut, alles gut. Ja. Was möchtest du unseren Zusehern und Zuseherinnen noch mitgeben, woran sie sich erinnern sollen, wenn sie an Marina Fries denken? Was ist es, wenn wir nur eine einzige Sache von dir lernen könnten? Was ist es? Dass der Weg zum Erfolg der Weg zu sich selbst ist. Ja, das ist, ja. Das ist das. Ja. Amen, Amen, Amen. Ja. Alles Liebe für dich. Herzlichen Dank für deine wirklich inspirierenden Impulse heute. Sehr gerne. Es wird eindeutig nicht das letzte Gespräch gewesen sein. Da bin ich so überzeugt bei dir. Mehr denn bei den meisten anderen, weil du so in dem Prozess der Veränderung und in Wachstum vor allen Dingen drinnen steckst. Ja, ja, das stimmt. Kümmern Sie sich um sich selber als allererstes. Denn genau wie im Flugzeug zuerst die Maske. Ja. Muss man selber einatmen, dann kann man die anderen retten. Ja. Das scheint mir so die Metabotschaft unter anderem zu sein. Leben Sie Ihre Energie, finden Sie zu sich selber, finden Sie Selbstliebe, Selbstmitgefühl und dann starten Sie los nach außen und dann geht auch das mit dem Teilen ganz gut. Aber zuerst muss man mal was da haben, um was teilen zu können. Liebe Marina, herzlichen Dank, alles Liebe. Ich freue mich auf was immer bei dir kommen mag. Es kann nur gut sein. Komm, ja. Herzlichen Dank. Danke, alles Liebe auch für Sie zu Hause. Ihr Andreas Giermeier. Servus.